Wir, die wir nicht aus Nordhessen kommen, wir müssen ganz ordentlich die Ohren spitzen jetzt und wir werden wahrscheinlich trotzdem nicht besonders viel verstehen. Die Nordhessen unter unseren Zuschauern, die sind jetzt klar im Vorteil. Und war das noch was? Ja, welche Werk wollte ich eigentlich auch noch. Welche Werk? Gut, mal wird. Ach, das Ohrsinn. Ach. Was machst du denn hier? Ja, was machst du hier? Was geht denn wie Joch? Hutzeln gilt es bei uns. Ah. Da habe ich schon so lange nicht mal geguckt. Ja, der Willi schimpft schon, als hätte ich sie nie geguckt. Haben Sie was verstanden? Nein? Dann kommen Sie nicht aus Nordhessen. Das war nämlich Plattdeutsch, wie man es im 1500-Einwohner-Örtchen Westuffeln spricht. Und er ist der Dialektjäger Wolfgang Lange. Bei Wind und Wetter fährt er durch die Dörfer mit einer Mission, die nordhessischen Dialekte am Leben zu erhalten. Wir hat früher im Dorf, habe ja nur platt geschwatzet. Also wenn der Familie, sie wird da mit der Graut geworden. Nein, kleiner Scherz. Er kann auch Hochdeutsch. Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der nur Mundart gesprochen wurde. Wir haben dann auch im Kindergarten, in der Schule Mundart gesprochen. Und für mich ist es ein Bezug zu meinem Heimatdorf. Heute geht es nach Ister, zusammen mit Mitstreiter Walter Kampe. Sie treffen hier einen echten Ister-Mundartsprecher. Guten Tag. Guten Tag. Schon mal angeguckt? Reinhard Brüning wird heute offiziell Teil des Mundartprojekts. Jeder Teilnehmer liest denselben Text, aber immer im eigenen Dialekt. Wolfgang Lange zeichnet das auf. So konserviert er die Mundart. Gut. Früher haben fast alle Lüde ihre Brot als Buren verdient. Et gab felle Köwe, Hönner, Gänse, Schwine und Schope. Hör de arbeitende Lüde in der Stadt. De lebe Gott süd alles, aber he verrott uns nit. In Hochdülsk, der liebe Gott sieht alles, aber er verrät uns nicht. Super. Schön. Wunderbar. Also wir haben vielleicht 20%, 15% der Leute, die wirklich noch platt sprechen, auch zweisprachig leben. Mit uns ist das absehbar, vielleicht noch 10, 15 Jahre ist zu befürchten, dass diese Sprache ausstirbt. Wir versuchen zu dokumentieren, aber in 100 Jahren wird das Geschichte sein. Und genau das will Wolfgang Lange verhindern. Nächster Termin im Heimatmuseum Udenhausen mit gleich 3 Mundartsprechern. Denn auch wenn ihre Dörfer nur wenige Kilometer voneinander entfernt liegen, in jedem Dorf spricht man ein bisschen anders. Viele schöne Fachwerkhäuser steht rund um die Kerke. Viele schöne Fachwerkhäuser steht um die Kerke rum. Viele schöne Fachwerkhäuser steht rund um die Kerke. Die Aufnahmen veröffentlicht Wolfgang Lange auf der Internetseite des Geschichtsvereins Westuffeln. Wir wollen Interesse an der Mundart wecken, dass die Leute da reingucken und sagen, oh, wie wird denn oder wie wurde denn vielleicht bei uns im Ort gesprochen? Wie wird das teilweise noch gesprochen? Interessiere ich mich vielleicht selber auch mal dafür? Wir haben einige Leute auch bei uns im Ort, die angefangen haben, dann wieder platt zu sprechen, obwohl sie es vorher gar nicht konnten. Also das ist natürlich dann ein Erfolg, den wir damit natürlich auch gerne verbinden möchten. Und damit der Dialekt am Leben bleibt, veranstaltet er immer wieder Mundartabende mit Westuffelner Country-Musik zum Beispiel. In Westuffeln, da sie ich geboren, in Westuffeln, sie Kraut geboren. Und mit Sketchen, über die eigentlich nur die Westuffelner lachen können. Und abends rinnen. Was kann denn da dran so schwasin? Mittendrin Wolfgang Langes Tochter, eine der wenigen hier, die keine Mundart spricht. Ich habe immer zugehört, wenn die untereinander gesprochen haben, aber mit mir hat keiner gesprochen, dann habe ich logischerweise auch nicht geantwortet. Mein Papa hat immer gesagt, es war wichtiger, dass ich die deutsche Sprache, das Hochdeutsch lerne, für die Schule auch. Und deshalb habe ich halt das Plattdeutsch leider nicht gelernt. Für sie ist das hier Vokabeltraining. Frosch. Von Westuffeln aus hat Wolfgang Lange das Projekt gestartet, aber eigentlich ist es grenzenlos. Und so wird er weiter nordhessische Dialekte sammeln, solange es sie noch gibt.